Im Kampf gegen den riesigen Waldbrand nordöstlich von Athen hat die griechische Feuerwehr erste Fortschritte erzielt. Inzwischen gäbe es keine zusammenhängende Flammenwand mehr, sondern vielmehr eine Reihe kleinerer, aktiver Brandherde, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zeitweise war die Flammenfront fast 30 Kilometer lang. Tausende Menschen mussten ihre Häuser bereits verlassen. Zahlreiche Gebäude sind abgebrannt. Mehrere Feuerwehrleute wurden verletzt. Und von Entwarnung kann noch immer keine Rede sein. Zuletzt waren die Flammen nur noch 11 Kilometer vom Stadtzentrum Athens entfernt. Etliche Länder haben Hilfe geschickt in Form von Dutzenden Löschzügen sowie Löschflugzeugen und Hubschraubern. Fragen wir nach bei Carolina Drüten in Athen. Ja, Carolina, also noch nie zuvor ist ein Großbrand so nah an die griechische Hauptstadt herangekommen. Wie sieht es da aktuell aus? Also die Feuerwehr meldet ja immerhin einen ersten Teilerfolg. Ja, hier ist also genau das passiert, was man unbedingt vermeiden wollte, nämlich dass die Flammen über den Berg gekommen sind in die Vororte Athens. Nur eine Viertelstunde aus den Siedlungsgebieten in Athen mit dem Auto. Wir stehen hier und sehen, es gibt hier Häuser, wo die Flammen sehr, sehr nah gekommen sind. Wir stehen hier auf dem Gebiet einer Verkaufsstelle für Brennholz, die zerstört worden ist in der Nacht durch die Flammen. Und die Bewohner des angrenzenden Hauses, die schauen sich gerade an, was da die Schäden sind. Die Fenster sind zersprungen durch die extreme Hitze. Und noch immer ist die Feuerwehr hier und schaut, dass die Lage nicht wieder außer Kontrolle gerät. Denn wir wissen, dass hier immer noch die Glut unter der Asche ist. Und das ist eben sehr, sehr gefährlich. Die kann jederzeit wieder ausbrechen. Jetzt hier drumherum gibt es jetzt zum Beispiel keine Bäume. Aber an anderen Stellen, wo das so ist, da ist eben genau sowas sehr gefährlich. Denn das Wetter ist wahnsinnig trocken. Es ist wahnsinnig heiß. Der Wind hat jetzt gerade ein bisschen nachgelassen. Das hilft natürlich im Kampf gegen die Flammen. Und deshalb konnte man auch über die Nacht die Flammen ein bisschen besser unter Kontrolle bekommen und hat jetzt eine kleine Atempause. Aber wir wissen auch, im Laufe des Tages wird der Wind wieder anfachen. Und das ist hier die große, große Sorge der Feuerwehrleute, dass das wieder den Kampf gegen die Flammen erschwert. Die nordöstlich von hier immer noch toben. Carolina, man muss ja leider sagen, dass wir jedes Jahr über solche massiven Brände sprechen müssen. Warum hat Griechenland solche Probleme damit? Was sind da die Ursachen? Ja, zwei Faktoren habe ich gerade schon angesprochen. Das ist einmal die extreme Hitze. Der Winter war niederschlagsarm, also es ist kaum Regen gefallen. Und dann ist der Boden einfach wahnsinnig trocken. Und dann kann man schauen, was das für Zerstörung hinterlassen kann. Also auch hier bei der Verkaufsstelle für Brennholz komplett ausgebrannt. Also diese Trockenheit, das trockene Laub, das trockene Holz, das ist der perfekte Nährboden für die Flammen. Und wenn dann noch Winde dazu kommen, werden die Flammen wahnsinnig angefacht. Jetzt muss man sagen, der Auslöser für diese Brände, für diese Flammen, das sind fast immer die Menschen. Also in 98, 99% der Fälle, sagen einige Experten, durch eine weggeworfene Zigarette, durch Asche von nach einem Grillfest, aber zum Beispiel auch nach einem Auto, wo der Katalysator noch heiß ist und das dann auf einem trockenen Laub geparkt wird. Also das sind so die gängigsten Auslöser. Manchmal ist es tatsächlich auch Brandstiftung, illegale Rodung. Das sind solche Dinge, die dann dazu führen kommen. So natürliche Ursachen wie zum Beispiel Blitze bei einem Gewitter, das ist tatsächlich eher selten. Carolina, vielen Dank für diese Informationen.